In diesem Abschnitt besprechen wir einige technische Begriffe. Das wäre das Kronecker-Symbol oder Kronecker-Delta, was wir auch schon kennengelernt haben. Dann das Levi-Civita-Symbol und damit können wir dann einige Vektorproduktidentitäten beweisen, die ebenfalls sehr nützlich sind. Beginnen wir mit dem Kronecker-Symbol. Das ist gegeben durch diesen griechischen Buchstaben Delta mit zwei Indizes und es ist so definiert, dass dieses Symbol gleich 1 sein soll, wenn die Indizes übereinstimmen und ansonsten soll es 0 sein. Weil wir hier eben diesen Buchstaben Delta verwenden, nennt man es oft auch das Kronecker-Delta. Hier sind einige Anwendungen und Identitäten. Diese haben wir schon gesehen. Falls wir etwa eine Orthonormalbasis vorliegen haben mit Vektoren E1, E2 bis En, dann wissen wir, dass dieses Skalarprodukt von Basisvektoren EI und EJ gleich dem Kronecker-Delta IJ ist. Das spiegelt eben wieder, dass verschiedene Basisvektoren orthogonal zueinander sind. Dann verschwindet das Kronecker-Delta und das bedeutet dann, dass das Skalarprodukt verschwindet, also die Vektoren orthogonal sind. Wenn die Indizes übereinstimmen, dann haben wir sozusagen das Betragsquadrat von EI hier stehen und das bedeutet dann, dass dieser Vektor von Norm 1 ist. Das sind gerade die Bedingungen, die man an die Basisvektoren einer Orthonormalbasis stellt. Typisch ist auch etwa diese Situation. Wir haben eine Summe vorliegen von 1 bis n und darin taucht das Kronecker-Delta auf. Und aufgrund dieser Eigenschaft, dass es für alle i gleich 0 ist, verschwinden alle Terme bis auf dem Term, bei dem i gleich j ist. Denn da ist dieses Kronecker-Symbol 1 und es bleibt dann genau aj mal 1 über. Der Rest verschwindet, deswegen fällt diese Summe zusammen und wird zu aj. Hier ist dasselbe, aber nur jetzt in einer Doppelsumme, was auch häufig vorkommt. Diese Doppelsumme, das erkennt man daran, dass man zwei Summationsindizes hat, die jeweils von 1 bis n laufen. Damit ist genau genommen gemeint, hier steht sie nochmal, mit dem allgemeinen CJ als Terme, die aufsummiert werden. Und man sollte sich darunter vorstellen, dass man eine innere Summe hat, die läuft über einen Index, hier etwa i, und hier durchläuft i alle Zahlen 1 bis n, j hat einen festen Wert. Das alles hängt noch also von j ab, aber über j wird dann aufsummiert wieder von 1 bis n. Es kommt hier nicht auf die Reihenfolge von innerer und äußerer Summe an. Man kann hier auch die Indizes vertauschen. Deswegen genügt auch einfach diese Notation. Jetzt ist hier das Delta J, was dafür sorgt, dass I gleich J sein muss. Und aufgrund dieser Eigenschaft fällt dann diese Doppelsumme zusammen in eine Einfachsumme, wobei jetzt durch dieses Kronecker-Delta die Indizes gezwungen sind, dass sie übereinstimmen. Deswegen steht hier aj mal bj. Nützlich ist auch diese Identität. Hier haben wir zwei Kronecker-Deltas, die miteinander multipliziert werden und die stimmen in einem Index überein. Das ist der Summationsindex in dieser Summe. Das sieht kompliziert aus, ist aber tatsächlich sehr einfach, denn das ist genau wieder das Kronecker-Delta IJ. Das macht man sich klar, indem man die Fallunterscheidung trifft. Einmal sagen wir, I ist verschieden von J. Dann sehen wir, dass der erste Faktor nur dann verschieden von 0 ist, wenn L mit I übereinstimmt. In diesem Fall ist also L gleich I, aber I ist verschieden von J. Also in den Fällen, in denen überhaupt nur der erste Faktor verschieden von 0 ist, also 1, verschwindet gerade der zweite Faktor. Es bleibt also nichts übrig und die ganze Summe ergibt 0, wie es ja auch so sein soll, denn Delta IJ ist gleich 0, wenn I verschieden von J ist. Falls I gleich J ist, sagen wir I, dann bleibt was über. L durchläuft wieder alle Terme von 1 bis n. Es ist für alle L verschieden von I, verschwindet dieser Faktor und auch dieser Faktor. Wenn L gleich I ist,
dann haben wir hier eine 1 stehen und hier eine 1 stehen, j ist gleich i, dann haben wir genau die 1, die wir brauchen, damit das hier das Delta ij ist. Analog kann man dann auch zeigen, dass eine Doppelsumme, bei dem ein Produkt von 3 Delta, Kronecker Delta drin steht, wobei jeweils zwei Indizes übereinstimmen und über diese wird dann auch summiert, das ergibt dann auch wieder das Delta J. Das sieht man leicht ein, indem Sie eben das Ergebnis hier einsetzen und dann genauso argumentieren. Kommen wir jetzt zum Levische Vita-Symbol. Wir schreiben es mit dem griechischen Buchstaben Epsilon und dieses Symbol hat 3 Indizes, hier IJK, die von 1 bis 3 laufen. Man kann es kurz und knapp definieren als Epsilon IJK soll gegeben sein durch das Skalarprodukt von EI kreuz EJ mit EK, wobei diese Vektoren E1, E2, E3 die Basisvektoren einer rechtshändigen Orthonormalbasis sein sollen. Aufgrund der Orthonormalität des Vektorprodukts und der Eigenschaften des Skalarprodukts und der Tatsache, dass es hier eine rechtshändige Orthonormalbasis ist, macht man sich dann klar, dass dieses Symbol Epsilon IJK gleich 1 ist, wenn die Indizes IJK 1, 2, 3 sind, 3, 1, 2 oder 2, 3, 1. Wenn wir jetzt zwei Indizes hier etwa vertauschen, dann sehen wir, dass statt plus 1 minus 1 herauskommt. So macht man sich klar, dass das Epsilon IJK, also das Levische Vita-Symbol, den Wert minus 1 nimmt für die Belegung der Indizes 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Alles Anwenden der Orthonormalität des Skalarprodukts, des Vektorprodukts und Ausnutzen der Eigenschaften des Skalarprodukts. Ebenso sieht man das in allen anderen Fällen, also sobald zwei Indizes übereinstimmen, dass hier zu 0 wird. Ganz leicht sieht man das, wenn etwa der Index i mit j übereinstimmt, dann hat man hier das Vektorprodukt zweier paralleler Vektoren und das verschwindet natürlich. Man kann also auch vielleicht kürzer sagen, das Levische Vita-Symbol Epsilon IJK ist definiert durch diese drei Bedingungen. Also wir haben den Wert plus 1, nimmt es an für die Indizebelegung 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Man sieht, diese Indizebelegungen hängen zusammen durch sogenanntes zyklisches Vertauschen. Hier rückt die 1 auf die letzte Stelle. Und 2 rückt 1 nach vorne, 3 rückt auch 1 nach vorne, das gibt dann die Kombination 2, 3, 1. Das können wir jetzt nochmal machen, dann rückt die 2 auf die letzte Stelle, steht hier. 3 rückt um 1 nach vorne auf den ersten Platz und 1 rückt auf den zweiten Platz. Das heißt, Epsilon 1, 2, 3 und alle zyklischen Vertauschungen der Indizes ergeben plus 1. Wenn ich jetzt die 2 Indizes vertausche, statt 1, 2, 3 nehme ich also 1, 3, 2, dann ist uns klar, dass das Vorzeichen wechselt, dann erhalten wir minus 1. Und diese Kombination erhalten wir dann wieder aus dieser ersten Kombination durch zyklisches Vertauschen. Und die dritte Bedingung ist, oder die dritte Gleichung ist, dieses Symbol ist gleich 0, sobald zwei oder mehr der drei Indizes übereinstimmen. Für das Levische Vita-Symbol gibt es eine Reihe von Anwendungen, Eigenschaften und Identitäten. Die erste Eigenschaft ist die, dass das Levische Vita-Symbol Epsilon IJK sich nicht ändert, wenn wir die Indizes zyklisch permutieren. Hier ist nochmal genau beschrieben, was wir damit meinen. Bei so einer zyklischen Permutation rutscht der erste Index auf den dritten, der zweite auf den ersten und der dritte auf den zweiten. Aus IJK wird so zum Beispiel JKI und daraus wird KIJ. Aus der Definition wird klar, dass Epsilon IJK sich dabei
nicht ändert. Das heißt, Epsilon IJK ist gleich Epsilon JKI gleich Epsilon KIJ, weil diese Belegung der Indizes durch zyklische Permutationen auseinander hervorgehen. Ebenso ist klar nach Definition, dass das Vorzeichen wechselt, wenn zwei Indizes vertauscht werden. Also etwa der erste mit dem zweiten tauscht, dann wird aus IJK JIK und dafür bekommen wir hier dann den Faktor minus 1. Ebenso, wenn wir den zweiten mit dem dritten vertauschen, haben wir hier IKJ oder der erste mit dem dritten vertauscht. Aus IJK wird dann KJI. Die zweite Eigenschaft wird sofort klar aus der Definition von Epsilon IJK über dieses Skalarprodukt des Vektorprodukts EI Kreuz EJ mit EK. Denn wir erinnern uns, dass das, was hier steht, nichts anderes ist als die Kartekomponente des Vektors EI Kreuz EJ. Das heißt, das, was hier steht, die Kartekomponente dieses Vektorprodukts, ist genau Epsilon IJK. Wir wissen, dass wir, wenn wir die Komponenten des Vektors haben, wir den Vektor wieder erhalten, indem wir über alle Basisvektoren summieren, EK, K läuft von 1 bis 3, und mit diesen entsprechenden Komponenten multiplizieren. Diese Kartekomponente ist aber gerade Epsilon IJK, deswegen ist das Vektorprodukt von EI Kreuz EJ genau durch diese Summe gegeben. Das können wir ausnutzen, um jetzt etwa auch die Kartekomponente des Vektorprodukts A Kreuz B darzustellen. Dazu müssen wir ja nur für A und B jeweils die Komponentendarstellung einsetzen. Das heißt einmal Summe I, AI, EI und Summe J, BJ, EJ. Dann haben wir eine doppelte Summe, in dem jeweils diese Komponente des Vektorprodukts EI Kreuz EJ auftritt. Das ist hierdurch gegeben, weshalb wir dann diese Identität erhalten. Die Kartekomponente dieses Vektorprodukts ist gegeben durch Summe über IJ, Epsilon IJK, AI, BJ. Und genau wie hier oben können wir dann auch den kompletten Vektor darstellen, A Kreuz B, indem wir wieder über die Basisvektoren EK summieren und mit diesen Koeffizienten jeweils multiplizieren. Dann haben wir hier diese Dreifachsumme stehen und diese Summanden. Die letzte Eigenschaft ist nicht so leicht einzusehen. Die werden wir auf der nächsten Seite zeigen. Hier haben wir ein Produkt von zwei Levi-Civita-Symbolen vorliegen, die in einem Index übereinstimmen. Hier ist es I und über diesen Index soll summiert werden von 1 bis 3. Alle Indizes hier laufen jeweils von 1 bis 3. Dann gibt es diese Identität, die sehr praktisch ist, aber gar nicht so einfach ist zu zeigen, dass dann diese Summe zusammenfällt in diesen Ausdruck, der jeweils durch das Produkt zweier Kronecker-Symbole gegeben ist. Bevor wir das zeigen, gebe ich gleich eine Merkregel an, wie man sich diese Identität gut merken kann. Das Merkschema zur letzten Identität ist wie folgt. Hier haben wir das Produkt der zwei Levi-Civita-Symbole. Der gemeinsame Index I ist der Summationsindex, der nach Summation eben nicht mehr auftritt. Deshalb ist die rechte Seite unabhängig von I, das taucht ja gar nicht auf, sondern hängt nur von den vier Indizes J, K, L, M ab. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diese zwei Paarungen von jeweils zwei Indizes JLKM im ersten Term und im zweiten Term JMKL, wie wir die richtigen Vorzeichen zuordnen. Das Merkschema ist wie folgt.
wenn jeweils die zweiten Indizes gepaart werden, J und L, und die dritten, K und M. Das ist einmal Delta JL, die zweiten Indizes, und Delta KM, die dritten Indizes. Dann gibt es das positive Vorzeichen. Und die andere Paarung, wenn der zweite Index des ersten Symbols mit dem dritten Index des zweiten Symbols gepaart wird und umgekehrt dieser dritte des ersten Index mit dem zweiten Index des zweiten Symbols, dann, also haben wir hier Delta JM und Delta KL, dann haben wir hier das negative Vorzeichen. So, zum Beweis der Identität nehmen wir also diese Summe. Hier ist der Summationsindex, der gemeinsame Summationsindex i. Und wir tauschen erstmal zyklisch durch, damit das i jeweils auf die letzte Stelle kommt. Wir erhalten also für das erste Symbol epsilon jki und für das zweite Symbol epsilon lmi. Das haben wir gemacht, um zu erkennen, dass nach einer anderen Identität, die wir schon gesehen haben, das hier nichts anderes ist als die ite Komponente des Vektors ej kreuz ek, und epsilon lmi ist die ite Komponente des Vektors el kreuz em. Also steht hier eine Summe jeweils über die Komponenten, die ite Komponente des ersten Vektors und des zweiten Vektors. Das ist aber nichts anderes als das Skalarprodukt, weil wir eine orthonormale Basis vorliegen haben, dieses Vektors mit diesem Vektor. Das steht hier. Jetzt schauen wir scharf hin und sehen, dass das für alle Belegungen der Indizes JKLM tatsächlich genau durch diesen Ausdruck gegeben ist, den die Identität vorgibt. Das erkennen wir etwa für den Fall, dass J mit L übereinstimmt und K mit M übereinstimmt und dabei J verschieden von K ist. Dann ergibt offenbar Delta JL eine 1 und Delta KM ergibt 1, weil die Indizes übereinstimmen. Und das verschwindet, es bleibt also eine 1 übrig, und das muss ja auch so sein, denn wenn wir hier zwei verschiedene Indizes haben, ergibt das Vektorprodukt genau den dritten Basisvektor, im ersten Faktor wie im zweiten Faktor, und der ist auf 1 normiert. Und dabei spielt das Vorzeichen dieses Vektors auch keine Rolle, weil er eben genau doppelt auftaucht. Wenn wir jetzt in beiden Faktoren die gleichen Indizes vorliegen haben, aber in unterschiedlicher Reihenfolge, dann können wir genauso argumentieren und sehen dann, dass der erste Faktor verschwindet und dafür der zweite Faktor gleich 1 ist. Und dann erhalten wir insgesamt eine minus 1, was richtig ist, denn wenn wir hier ej kreuz ek mit ek kreuz ej multiplizieren, dann können wir im zweiten Faktor die Reihenfolge der Vektoren umtauschen und handeln uns dafür genau das Minuszeichen ein. Dann haben wir also auch hier den richtigen Wert bekommen. Falls jetzt zwei Indizes übereinstimmen, sagen wir J mit K oder L mit M, dann müssen wir zeigen, dass dieser Ausdruck verschwindet, da dann dieser Vektor verschwindet oder dieser Vektor verschwindet. Wenn J gleich K ist, dann sehen wir sofort, dass dieser Ausdruck gleich diesem Ausdruck ist, da es eben nicht auf die Reihenfolge ankommt, weil J mit K übereinstimmt. Dann heben sich einfach beide Faktoren weg. Und genauso gilt es auch, wenn L mit M übereinstimmt, dann wird auch dieser Ausdruck mit diesem identisch und es hebt sich immer zu 0 weg. Damit haben wir dann alle Fälle gesehen und damit diese Identität gezeigt.
Mit den gerade kennengelernten Identitäten für das Liebig-Vita-Symbol können wir jetzt eine nützliche Identität für das doppelte Vektorprodukt ableiten, die auch unter dem Namen Grassmann-Identität oder Back-Zap-Regel bekannt ist. Danach ist A Kreuz B Kreuz C, hier kommt es auf die Klammerung an, dasselbe wie dieser Ausdruck. Also wir bilden das Skalarprodukt von A mit C und multiplizieren mit B und davon ziehen wir ab das Skalarprodukt von A mit B multipliziert mit Vektor C. Back steht hier für den ersten Term, Zap für den zweiten Term. Zum Beweis betrachten wir die Kater-Komponente dieses Vektors und nutzen eine der Identitäten für das Levi-Civita-Symbol aus. Wir wissen, dass die Kater-Komponente gegeben ist durch die Summe über IJ dieses Levi-Civita-Symbols multipliziert mit der Iten-Komponente des ersten Vektors, das ist AI, und der J-Komponente des zweiten Vektors. Diese können wir wiederum durch die gleiche Identität darstellen. Dann nehmen wir hier Summationsindizes L und M, haben jetzt das Symbol Epsilon LMJ, die L-te Komponente von B und die M-te Komponente von C. Dann sortieren wir die Terme etwas um. Das ist insgesamt eine Vierfachsumme. Wir ziehen alle Faktoren nach vorne und sehen, dass es eine Summation J gibt über einen Indiz, der im ersten wie im zweiten Levi-Civita-Symbol auftaucht. Wir tauschen noch zyklisch durch, damit das J wieder an der ersten Stelle sitzt, hier wie dort, und können dann direkt die Identität Stern anwenden, wonach dieser Ausdruck gleich diesem ist. Über J wird summiert, fällt deshalb weg. Dann haben wir einmal die Paarung KL und die Paarung IM. Die tauchen wieder hier auf. Und die zweiten Paarungen sind über Kreuz, also K mit M und I mit L. Das ergibt diesen Term mit dem negativen Vorzeichen. K ist eine gewählte Komponente. Wenn wir den ersten Term betrachten, der sich ergibt, wenn wir über dieses Produkt von Delta, von über Kronecker Deltas summieren, dann wird L zu K und dieser Index BL wird zu BK, das steht hier. Dieses Kronecker Delta macht das M zu diesem I. Unter dieser Summe wird es dann zum Skalarprodukt von A mit C. Der zweite Term fixiert M auf K, das heißt, das wird hier das CK und das zweite Kronecker-Delta macht I identisch mit L, darüber über den Index I wird wieder summiert, das gibt das Skalarprodukt von A mit B. Wir sehen also, dass die Kater-Komponente tatsächlich genau die Kater-Komponente der rechten Seite ist und damit haben wir diese Identität gezeigt. Zwei weitere Identitäten sind die Jacobi-Identität und die Lagrange-Identität. Die Jacobi-Identität besagt, dass wenn wir ein doppeltes Kreuzprodukt haben, A Kreuz B Kreuz C, tauschen die Vektoren zyklisch durch und addieren die so erhaltenen zwei weiteren Kreuzprodukte zu dem ersten, dann ergibt sich der Nullvektor. Die Lagrange-Identität macht eine Aussage über das Skalarprodukt von diesen Vektorprodukten und besagt, dass es genau dieser Ausdruck ist. Beide Identitäten ergeben sich mehr oder weniger unmittelbar aus der Grassmann-Identität, die wir gerade gesehen haben. Zum Beweis der Jacobi-Identität muss man nur diese Grassmann-Identität dreimal anwenden und sehen, dass sich dann alle Terme wegheben und deshalb nur der Nullvektor übrig bleibt.
Die Lagrange-Identität zeigt man, indem man auch eine Eigenschaft des Spartprodukts ausnutzt. Man kann auch hier zyklisch durchtauschen. Und das heißt, a rückt auf die letzte Stelle, der Vektor b auf die erste Stelle und c kreuzt d auf die zweite Stelle. Diese Identität werden Sie in den Übungen kennenlernen. Wenn man diese Umformung gemacht hat, kann man jetzt hier wieder die Grassmann-Identität für das doppelte Kreuzprodukt anwenden und erhält dann sofort diese Lagrange-Identität. Mittels der Grassmann-Identität können wir etwa wesentlich schneller zeigen, dass die senkrechte Komponente eines Vektors a bezüglich b durch diesen Ausdruck gegeben ist. Dazu nehmen wir diesen Ausdruck, tauschen die Reihenfolge der Faktoren, bekommen deshalb dieses negative Vorzeichen. Hierauf können wir jetzt sofort diese Grassmann-Identität anwenden und erhalten einmal b mal den Skalarprodukt von b Richtungsvektor mit a plus a mal dem Skalarprodukt des Richtungsvektors mit sich selber. Aufgrund der Normierung ist das 1 und das ist, wie wir vorher gesehen haben, genau die Parallelkomponente, bis auf das negative Vorzeichen. Also steht hier nichts anderes als der ursprüngliche Vektor a minus die Parallelkomponente. Und das ist genau die senkrechte Komponente. Wie wir sehen, ist dieser Beweis sehr viel kürzer als die Argumentation, die wir zuerst gesehen hatten.